Liebe Bürger von Clara Vista, dies ist die einzigartige Gelegenheit, einen Blick in unsere Vergangenheit zu werfen. Vor 100 Jahren wurde auf diesem Stadtplatz eine Zeitkapsel vergraben, die wir in wenigen Momenten zutage fördern werden. Macht euch darauf gefasst, die Geheimnisse unserer Vorfahren zu sehen. Das ist großartig. Geschichte! Geschichte! Tesla verschloss sein wertvollstes Gut, angeblich eine Energiequelle ungeahnten Ausmaßes, in dieser Kapsel. Seid ihr bereit, sie zu öffnen? Dieser Tesla-Typ scheint echt komisch zu sein. Oh, er war ein brillanter, exzentrischer Wissenschaftler und gilt als Vater des kabellosen Zeitalters. Exzentrisch? Das bedeutet sowas wie ein bisschen verrückt. Okay, komisch. Genau wie diese ganze Zeitkapsel-Sache. Dean Smythe, sehr erfreut. Ergebenste Grüße, liebe Bürger von Clara Vista. Verehrter Herr Bürgermeister, ich bin Ihnen und den Einwohnern dieses miserablen Kaffs zutiefst im Dank verpflichtet. Nikola Teslas ultimative Energiequelle wird bald mir gehören. Und sie wird mir dabei helfen, diesen Abszess der Moderne, bekannt als Silicon Valley, zu vernichten. Mit anderen Worten, kabum! Wieso schnappt ihr euch diesen Typen nicht? Nun genug getrödelt. Kommt, meine Mechaniden! Kann denn niemand hier diese Dinger aufhalten? Sie stehlen unsere Geschichte! Ben, du musst was unternehmen. Keine Sorge, gleich wird's für die zu heiß zum Fliegen. Dann mache ich ihnen Feuer unter ihrem Metall am wertesten! Ein See? Warum muss es ein See sein? Damit wirst du nicht durchkommen! Ich würde ja gern bleiben, um meiner Dankbarkeit für die Bergung meiner Zeitkapsel Ausdruck zu verleihen. Aber ich habe explosivere Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Bist du verletzt? Nur mein Stolz. Es tut mir leid, Gwen. Du hast dein Bestes gegeben. Danke. Es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Silicon Valley retten. Hey, die Welt retten ist mein Spezialgebiet. Opa Max, ich weiß, du hängst sehr an der Rostbeule. Ja, und wie? Aber letzten Endes ist sie nur ein Gegenstand. Gut, hier ist nämlich der Plan. Wir entern diesen Zeppelin mit der Rostbeule. Hast du noch alle? Dazu müsste die Rostbeule fliegen können. Du hast recht, Gwen. Hundertprozentig recht. Ben hat mir gerade recht gegeben. Kein gutes Zeichen. Also gut, ich muss vorsichtig sein. Wir wollen doch nicht Teslas wundervolles Geschenk an uns zerstören. Ha! Was für eine Abscheulichkeit! Nur zu, beleidige die Rostbeule. Ich warne dich. Teslas Artefakte, rettet sie! Worauf wartet ihr denn noch? Werft dieses hässliche Gefährt von Bord! Das lasse ich nicht zu! Meine Schöpfungen können doch nicht sprechen. Es gibt noch mehr, was sie nicht kann. Mechaniden, entledigt euch umgehend dieser Eindringlinge! Ihr Nervensägen! Guter Schlag, Opa Max! Hier drin sind wir ausgeliefert. Gehen wir und helfen Ben. Hast du brav Baseball geübt? Ja!